Hey Leute, willkommen zurück zu Silent Hill Homecoming. Das Spiel macht mich fertig. Was uns da eben entgegengeworfen wurde an Feinden, das ist doch... Das kriegst du auf keine Kuhhaut. Meine Güte, ich bin hier echt am Verzweifeln manchmal. Aber bisher habe ich es ja einigermaßen geschafft, nur habe ich jetzt keine Heilung mehr. Das wird noch was geben. Also wenn ich es irgendwann zwischendrin, wenn keine Parts mehr kommen, wisst ihr Bescheid. Da bin ich wahrscheinlich... an Burnout. Dann erleide ich Burnout und kann es nicht mehr weiterspielen, weil die Gegner mich ja echt fertig machen. Ching. Hauptsache das Messer macht Ching. Oh, ich bin wieder zu Hause. Okay, und... Wo ist die Blutspur? Oh, krass, Leute. Ich will nicht, dass Elvas passiert ist. Echt nicht. Das, sowas könnte ich jetzt absolut nicht gebrauchen. Ich meine, sie war immerhin eine der Normalen hier im Ort. Deputy Wheeler natürlich, aber... Ja. Oh Mann. Das wäre sehr schade. Was soll denn der Blutfleck auch anderes andeuten, als dass sie... Oh. Was ist hier los? Woher ist das gekommen? Warum ist jetzt unser Haus zugedrahtet? Mit Stacheldraht. Oh, hier ist noch mehr Blut. Gehen wir erstmal auf den Spielplatz. Vielleicht ist da ja was. Keine Blutspur. Das wundert mich jetzt irgendwie. Da, guck mal, was ich noch hab. Ein Erste-Hilfe-Kit. Oh nein. Oh, nicht ihr. Nicht ihr. Ihr Dreckscheiß-Dinger. Leute, jetzt mal ernsthaft. Nein, 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 nein. Die will ich jetzt hier als letztes sehen, du. Die will ich als letztes haben. Diese komischen Sichelköpfe, dieses Schism. Ich hoffe, ich habe sie ein bisschen verwirrt. Von meinem Kreis gelaufen. Ich weiß nichts. Da oben ist nichts, oder? Wahrscheinlich warten die jetzt unten und dann schlitzen die mich auf. Ach ja, ich höre euch schon. Guck mal, die sind genau unter mir. Sag mal, wieso... Guck mal. Wieso sind die so schnell? Oh, Leute. Mach mich nicht fertig. Ich sterb jetzt, glaube ich. Diese Schism, die sind so ekelhaft schnell und fies. Da ist gar nichts mehr. Nee, nee, nee. Also hier ist nichts. Ich gehe auf die Hauptstraße. Vielleicht finde ich ja was bei der Richterin. Bei Barbara Salesch. Nein, bei Richterin so und so. Am Verwaltungsgebäude hier in Shepherd's Glen. Musik, also, ja, Musik, ne? Haha. Musik in Anführungsstrichen, die macht mich gerade so ein bisschen fertig, dieses Hintergrundraunen. Es hört sich alles so... an. Alex, Alex, come in, are you there? Wheeler, are you all right? Hey, I've been better, but I'm okay. Did you find Elle? Yeah, but we got separated. I'm looking for her now. Where are you? I'm just now leaving the station to find Fitch. Look, we need to stick together. Meet me at his office. Maybe he knows where Elle is. Okay, I'll meet you there. God, I hope Elle's okay. Fitch. Ach Leute, wie schön, wenigstens einer, mit dem wir hier reden können. Einer, der auf unserer Seite ist. Ich meine, die Monster, die sind ja nicht unbedingt unsere Freunde, würde ich mal so behaupten, ne? Ah! Nein, nein, nein. Ach man, Alex, warum kannst du auch nicht sprinten, meine Güte? Nein. Leute, ich kann nicht kämpfen. Wenn ich jetzt kämpfe, dann werde ich auf jeden Fall viel Lebensenergie verlieren. Ich habe nichts mehr. Das ist alles scheiße. Wo muss ich denn hin? Nein, nein, nicht diese komische Karte. Da. Hier muss ich irgendwo rein. Alter. Ach, jetzt hast du Zeit. Excuse me. Sir. Hey, you. Dr. Fitch. What do you want? Are you all right? Whose blood is that? What have you done? Stay away from me. Ugh.
Oh, natürlich sind die alle noch hinter mir her. Oh. Gerettet durch den Ladescreen. Mann. Ist das böse. Dieses Spiel ist so böse. Ich glaube, auf normal wäre es auch ein richtiger Brocken. Was steht da? She may look clear, but... Ach, geht's da um Drogen oder was? Hm. Was ist das? Magazin, das ich nicht lesen kann. Oh, bitte, bitte. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Sie haben ja doch ein Herz, die Programmierer. So halbwegs. Achso, ich habe keine Karte. Ist das ein Zertifikat? Universität Southeastern. Auf Empfehlung der Fakultät, der Ärzteakademie und Kraft der Befugnis, die er vom Kongress der Vereinigten Staaten erhalten hat, hat der Aufsichtsrat der Universität Southeastern beschlossen, Martin Fitch zum Doktor der Medizin zu ernennen, mit allen Ehren, Rechten und Privilegien, die sich darauf beziehen, in Anerkennung aller Anforderungen für diesen akademischen Grad. Ah, sein Diplom. Seine Arbeitserlaubnis quasi. Aha. Also diese Geräusche machen mich fertig. Scarlet Fitch in ihrem Schlafzimmer mit ihren Puppen. Ach, seiner Tochter oder was? Aha. Ballett. War so ein richtiges Girly Girl oder was, seine Tochter? Also ich sag jetzt schon wahr, ne? Wahrscheinlich... Ist ja auch einer der verschwundenen Kinder. Ih, wie kann man da so eine Puppe hier... Pfui. Ach, guck dich das mal an. Ja, so ein richtiges Girly Girl mit Püppchen und Ballett und alles rosa und... Das Schloss ist anscheinend defekt. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ja, und jetzt? Und jetzt? Ich soll mich doch hier mit Wheeler treffen. Das geht aber nicht. Ich habe es übersehen. Gott, ich gehe da nicht wieder raus. Seid ihr bekloppt? Was? Der Tisch ist mit Staub bedeckt. Es sieht so aus, als habe ihn seit langem niemand mehr benutzt. Und da soll noch einer sagen, es fällt nicht auf, dass in der Stadt irgendwas falsch läuft, wenn beim Doktor nichts mehr los ist. Ich meine, krank ist man immer. Kranke gibt's immer. Ne? Okay. Also irgendwas muss hier sein, sonst wüsste ich nicht, wie es weitergeht, oder? Das ist auch gleichzeitig ein Behandlungs... Nee, sieht aus wie so ein Behandlungsding, wo man sich drauflegt. So, jetzt machen sie sich mal oben rum frei und... Oh. Redet er? Ich weiß nicht, ob er das gerade vorliest. Die Kommode eines kleinen Mädchens. Wozu hat Dr. Fitch all diese Sachen hier reingestellt? Dieser Kasten ist verschlossen. Dieses Regal ist voller Puppen. Man könnte meinen, sie würden einen beobachten. Als ob sie auf etwas warten würden. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt was vorlese und rüber... Ah! Alter, was ist das? Ich hab grad voll Panik. Alter. Krankenschwestern. Wo kommt ihr denn her? Stirb. Ach so, gibst du mir halt eine Doppelkombo und dann bin ich tot. Leute, es ist so ekelhaft. Diese Kämpfe, die machen mich fertig. So Leute, Versuch Nummer... Ich weiß gar nicht, wie viel, die anderen schneide ich raus. Weil ich habe echt keine Nerven mehr hierfür langsam. Das ist... Nee, ich habe keine Nerven mehr. Es ist...
Eben hatte ich 3/4 Lebensenergie, um euch das mal ganz kurz zu erzählen, was passiert ist beim letzten Mal eben. Und so eine Krankenschwester meint, sie müsste mich mit dem Skalpell einmal treffen und ich bin tot. Ja, ja, ja. Seht ihr, so viel Lebensenergie hatte ich vorhin. Sie trifft mich wirklich einmal, ja? Einmal mit so einem Stich von oben, war wohl so eine super Attacke. Und ich sterbe. Ich sollte eigentlich gleich danach ausweichen nach der Kombo, ne? Aber es geht ja, die halten nicht so viel aus, die Hundis. Meine Güte, Leute, ich könnte mich ja aufregen, aber mache ich nicht. Ich habe es mir ja ausgesucht. Nur hat mir keiner gesagt, dass das so Arsch sein wird. Ja, das ist wirklich Arsch, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Aber das Spiel ist Arsch. So. Ihr seht ja, was die einem alles abziehen und was die einem hier entgegenwerfen. Das ist nicht normal. So, lala. Es sind übrigens 4 Krankenschwestern, wollte ich nur mal sagen, ja? 4 Stück. So. Und erstmal das hier. Und dann gehen wir ins Zimmer. Ich habe erst gedacht, die Puppen, wenn ich die beobachte, dann hat das was, dann macht das was aus. Also je öfter ich die Puppen betrachte. Aber das ist nicht so. Ja, da kommen sie schon. Guck mal, das sind 4 Stück. Jetzt habe ich sie angelockt. Die können ja Türen öffnen, ne? So war das doch. Hoffentlich kommt nur eine rein. Ja, hi. Na, Süße. Stirb. Oh gut, eine habe ich schon mal. Bist du tot? Okay, sie bewegt sich nicht mehr. Komm schon. Ziege, da kommt sie. Ich muss die jetzt einzeln, glaube ich, hier auseinandernehmen. Gegen mehrere auf einmal wird das kein Spaß. Und wie gesagt, die eine hat mich vorhin gewone-hittet. Das war ganz schön heftig. Na. Ich muss es nehmen. Und, oh. Okay, ich habe eigentlich gedacht, das wäre die geschnittene Version, da man da keine Finisher hat normalerweise. Aber ich habe doch Finisher. Ist denn was? Oh, was? Da sind noch mehr? Ja, super, ich komme die Tür nicht mehr rein. Danke. Alter Schwede. Ihr macht mich fertig, Leute. Das waren 5 Krankenschwestern. 5 Stück, ja. Und sowas setzen die mir hier vor. Oh, ist das ein Serum? Ein Serum. Endlich. Das dritte. Es gibt insgesamt 8, sagtet ihr mir. Meine Fresse, Leute. Wenn ich jetzt sterbe, kommt wieder das ab der Kanalisation. Ihr habt es gesehen. Einen kleinen Schlüssel. Lieber Mr. Fitch, ich war so enttäuscht, dass Sie unseren Termin letzten Freitag nicht eingehalten haben. Das ist das dritte Mal in einem Monat, dass Sie zur vorgegebenen Zeit nicht erschienen sind. Ich bitte Sie eindringlich, sobald Sie können, einen neuen Termin zu machen. Wir haben die letzten Monate solche Fortschritte, gemacht. Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig es für eine schnelle Genesung ist, dass wir regelmäßig in Kontakt bleiben. Ich freue mich darauf, Sie schon bald wieder zu sehen. Hochachtungsvoll Dr. Slater, Chefarzt der Psychiatrie, Alchemilla Krankenhaus. Okay. Ist der in Behandlung gewesen? Der gute Doktor? Das ist anscheinend defekt. Wahrscheinlich brauche ich nur den Schlüssel. Licht wieder an. Ah. Dann vielleicht doch an dem Kästchen. Kann ich mir gut vorstellen, ne? Yep. Creep.
Nicht schon wieder Silent Hill, oder? Würde jetzt passen. Ach Leute, es ist so eine Hassliebe mittlerweile. Ich freue mich drauf, was kommt, aber gleichzeitig weiß ich, dass es mir keinen Spaß machen wird, weil die Kämpfe so schwer sind. Und so unfair. Die sind wirklich unfair. Es kann ja nicht sein, dass mich so eine Krankenschwester one-hittet, einfach. Scarlets Puppe, woher? Das Ding sieht nicht hübsch aus. Scarlets Puppe, Wir hatten so eine Puppe hier, das ist ja ekelhaft. Was ist das denn? Da guckt auch eine Puppe aus der Kiste. Bäh. Oha, da geht's auch noch rein. Was? Meine letzte Erinnerung zufolge erhielt ich diese Puppe aus der Vitrine. Was ist nur so besonders an dieser Porzellanpuppe? Nee, also Leute, es ist... Was? Es ist die Puppe eines kleinen Mädchens. Bäh. Aber diese Puppe sieht schlimm aus. Da bin ich reingekommen. Bin ich. Wahrscheinlich greift hier gleich einer durch und tötet mich wieder. Das machen die ja so gerne. Ah, Josh. Josh, stop! Was ist nur mit dem Jungen nicht in Ordnung? Ich geh erstmal den anderen Weg. Soll er doch wegrennen. Der Bengel. Mal gucken, ob es hier was gibt. Ah. Oh Leute, diese Geräusche gefallen mir schon mal gar nicht, ne? Warum geht's hier überall runter, sag mal? Ich hätte gerne mal einen Speicherpunkt. Wie wär's damit? Ich hätte gerne einen Speicherpunkt. Speicherpunkt. Parking? Oh, okay. Der ist einfach mal ins Nichts abgehauen, der Junge. Wo gehe ich jetzt lang? Da oder? Ich gehe erstmal hier rechts. Oh, guck mal, wie schön. Da haben sie überall Stacheln. Nee, dann schätze ich mal, ich muss doch hier links. Schätze ich jetzt einfach mal so, ne? Was? Ja, und du, jetzt habe ich keine Möglichkeit. Oh, warte mal, da? Komme ich da irgendwie runter? Vielleicht hier doch springen? Oh, doch. Wow. Oh. Ja, traumhaft. Tödliche Sprünge über Stachelgruben, sowas liebe ich doch. Wer nicht? Exit. Das glaube ich selbst. Das klappt ja aber selbst nicht. Ne, natürlich nicht. Exit of Life wahrscheinlich. Runterspringen und glücklich sein. Wow. Oh, natürlich. Ich schätze mal keine Lava, sondern glühendes Metall oder so. Hm? Ich habe da bestimmt schon irgendwo was übersehen. Bisschen Heilung oder so. Boah, Leute, mir gefällt's hier nicht. Emergency. Ja. Da ist eine Puppe schon wieder. Hinabklettern. Information about our patients is strictly confidential and should not be discussed in public places. Also die Informationen unserer Patienten sind vertraulich und sollten nicht öffentlich diskutiert werden. Nein! Ach so. Ja. Oh. Mhm. Ist cool. Richtig cool Spiel. Dankeschön. Leute, ich mache hier Schluss. Ich fänd's nett, wenn ihr mir das Ganze ein bisschen unterstützt mit Likes und Kommentaren. Und wir sehen uns wieder zu Silent Hill Homecoming. Spaß.